Earthworm Jim war damals eine große Sache und brachte sogar eine eigene Zeichentrickserie hervor. Der ungewöhnliche Held konnte in seinem Spiel meist mit grafischer Opulenz und einem tollen Szenario punkten. Aber wie gelingt dieses auf dem grauen Handheld? Was taugt Earthworm Jim für den Game Boy heute noch? Das Spiel erschien 1995 bei uns und in den USA. Es wurde von Eurocom entwickelt und von Playmates veröffentlicht. Wie schon angesprochen, erschien das Spiel auch auf fast allen Systemen der Zeit. Auf dem Game Boy ist das Spiel ein relativ treuer Port der größeren Version. Hier und da gibt es natürlich Änderungen, aber grundsätzlich ist vieles gleich geblieben. Sprich, ihr spielt diesen Action-Plattformer den namensgebenden Helden Earthworm Jim. Wie der Name es schon andeutet, ist dieser ein Regenwurm, hat durch seinen Anzug aber mehr Bewegungsmöglichkeiten als der Otto-Normalwurm. Ihr könnt selbstverständlich springen und mit eurer Pistole schießen. Dafür braucht ihr aber Munition, die jedoch zum Glück auch wieder sich selber auffüllt oder eingesammelt werden kann. Zudem habt ihr noch eine Nahkampfattacke, die ihr auch zum Herumschwingen in den Level nutzen könnt. Dafür müsst ihr einfach nur einen passenden Haken anvisieren und los geht es. Klingt super, aber das läuft leider meiner Meinung nach oft sehr hakelig ab und braucht etwas an Übung. Auch sind durch den Grafikstil diese Haken auch nicht immer sofort erkennbar. Apropos erkennbar, die gebotenen Level sind zwar groß, kreativ gestaltet und nicht super linear, aber dafür kennt ihr das Öfteren nicht, wo ihr jetzt durchlaufen könnt und wo nicht. Mir ist bei Spielen jetzt öfter passiert, dass ich einen Weg erst auf den zweiten Blick erkennen konnte. Das ist hier etwas unglücklich gelöst. Zwischen den Leveln gibt es immer wieder eine Art Wettrennen durch einen Tunnel, der hervorragend auf dem System umgesetzt wurde. Das Geschwindigkeitsgefühl kommt hier super rüber. Kreativ sind auch die Bosse am Levelende gestaltet. Davon gibt es meist gleich zwei kurz hintereinander und die brauchen immer eine ganz eigene Strategie. Die sonstigen Gegner sind ebenso abwechslungsreich gestaltet, wobei diese manchmal etwas schwerer zu bekämpfen sind als nötig. Das liegt vor allem an der Steuerung. Die ist zwar im Allgemeinen sehr gut, aber hier und da hakt es dann schon mal doch etwas. Das Spiel ist von Schwierigkeitsgrad her schon recht knackig und daher ist es schade, dass es weder ein Passwortsystem oder ähnliches gibt. Immerhin könnt ihr euch die Schwierigkeit in zwei Stufen anpassen. Grafisch glänzt das Spiel vor allen Dingen bei den Animationen. Wie bei den 16-Bit-Brüdern sind hier diese wunderbar geraten. Auch die Level-Optik sieht allgemein sehr gut aus, wobei, wie angesprochen, mehr Klarheit hier und da echt wünschenswert gewesen wäre. Beim Sound gibt es allerdings nichts zu meckern. Der passt wirklich wunderbar. Was taugt Earthworm Jim für den Game Boy also heute noch? Ich bin ehrlich gesagt etwas ernüchtert. Hier wurde meiner Meinung nach zu sehr versucht, einen zu genauen Port hinzukriegen und es wurde zu wenig auf die Eigenheiten des Systems eingegangen. Dadurch geht hier und da mal die Übersicht flöten. Trotz dessen ist es ein gutes Spiel, aber wenn ihr die Wahl habt, zockt denn doch lieber die 16-Bit-Version. Das war der Test zu Earthworm Jim für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Leute, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.